Ich spiele hinter euch. What the fuck? Oh, eine Maulstation, mal was Neues. Ja. So, mal gucken, wo jetzt frei ist. Ja, also erst auf jeden Fall, das fahren wir auf alle Fälle jetzt noch nach. Und danach gucken wir mal, wie viel Lust wir noch haben. Danach, ja, wie viel Lust, weil ich muss halt morgen früh raus, das ist das Thema. Wer hat eigentlich gefragt? Der Zoldi. Ah, Zoldi. Also, wir haben jetzt noch eine Tour, ich habe 800, du hast was, vielleicht 900 Kilometer. 1176. Ja, na, ist halt noch ein Stück. Flo abzudrängen. So, jetzt. Dann fahren wir richtig, dann fährt er nämlich jetzt hinter uns. Oh, schön gemacht. Aber der könnte schneller sein, wenn wir jetzt nicht auf 110 so schnell ja, beschleunigen. Das Problem ist, ich hab zu sehr abgebrochen. Er versucht schon zu überholen, die Pfeife. Ah, gut. Rafft das, dass er nicht zu überholen hat? Nee, rafft er nicht. Lyon, Genf. Ach ja, stimmt, wir sind unten. Scheiße, ich komm da richtig schnell her. Wie viele Tonnen hast denn du? 7 Tonnen Einmachgläser, naja. Ja, das 17 Tonnen, ist eigentlich nichts. Cooler Transporter. Okay, eigentlich normal so. Wir haben nur schwarz-blau, das Logo ist schön. Ja! Wer schreibt cooler? Schreibt der das? Nee. Nee, hab ich geschrieben. Gesagt. mündlich geschrieben. Können wir über 110 eigentlich fahren? Nee. Ich bin wieder bei 110. Ah. Also von der Zeit her schaffen wir es dann auch so. Wenn wir keine 130 mehr fahren dürfen. Ja. Ich denke, es wird die letzte Fahrt, oder? Geh mal vom Gas runter, dass ich wieder aufholen kann, einfach so. Hm. Das war ein bisschen. Ich denke mal, die halbe Stunde brauchen wir jetzt schon, bis wir da sind, oder? Auf alle Fälle, hallo? Ja. Natürlich. Ich rolle. Das ist total schlimm, ja. 110 abgeschalten, einfach aus keinem Motor mehr. Es gibt einen Grund, warum wir auf Europa 2 fahren. Ja. Bist du schon wieder auf 110? Also ich fahre jetzt 100. So. Ja, die ganze Zeit. Gut. Florian, geh nach hinten. Er bremst aber. Alter, er hat's gelesen. Oh. Da kommt eine Radarkontrolle, ne? Wir lassen uns mal nicht blitzen. Das erste Mal heute, dass wir uns nicht blitzen lassen. Warum? Achso, wegen der Geschwindigkeit. Ja, ja, die blitzt doch trotzdem ab 80, oder? Nee, 90. Hier ist 90. Ah! Also zumindest steht's für mich da. Blitzt, oder was? Nein. Du kannst Gas geben, ne? Ja, ich hab grad abgebremst vor der Radar. Ja, okay. Es geht schon wieder los. Ich bin schon wieder auf 110, jetzt. Florian lässt sich gerade ein bisschen weit zurück, oder? Der wird ja wohl noch hinterher kommen. Ja. Wenn wir beide 110 fahren, dann wird's eng. Klubuch, die sind gerade unten auf dem Teamspeak mit irgendjemandem. Die sind in irgendeiner Laberecke. Der Florian oder so, irgendwie nennt er sich hier. Und noch irgendjemand. Na, aber es ist nicht unser Florian. Hey, echt, ne? Ne, die Frage. Wie die Frage? Ob das unser Florian, also der andere Florian, den wir persönlich kennen. Nee, der ist bestimmt ne, der ist auf jeden Fall ne. Also der auf dem TS ist, meine ich. Nee, der wird's nicht sein, ja, der wird's nicht sein. Und der persönlich kennende. Bin da, hey, wo? Hey, wo ist denn der, Alter? Ich seh den nicht. 260 Meter, hä? Ja, hey. Ja pf, lassen. Auf jeden Fall hinter uns. Ich sehe ihn noch nicht im Rückspiegel, wenn ich so nach Außenansicht nach hinten gucke, er ist irgendwo. Tab ist alles da. Ach, schöne Felder, Zäune. Können wir mal so machen. Felix, bist du, ich sehe was du nicht siehst, spielen. Nee, jetzt müssen wir jetzt echt mehr anfangen, weil ich sehe was du nicht siehst und das ist einfach, ja. Das ist wolkig. Nee, das ist ein blaues P. Ach nee, weißes P. Achso, ach, hier, ich bin vorbei. Ach, ich glaube, hier vorne kommst du doch mal. Oh ja. Das ist eine weiße 200. Ja, richtig. Und ein M. Oh, da war ein Pfeil. Ja, auf dem TS ist mein Freund. Gay. Der Florian. Apropos. Nee, warte mal, der Florian Knapp, warte mal. Es gibt den Florian Würz, der Florian Würz fährt uns hinterher und es gibt den Florian Knappe. Nee, Fabian heißt der. Oh, okay. Ich hab nichts gesagt. Weil die Namen sind ziemlich gleich. Ja, ich weiß schon. Ich hatte vorhin Florian und Fabian fast verwechselt. IAN, ja. Na, Fabian halt. Ja, scheiße. Das geht schon. Gut. Ah, okay. Dann hat sich das gerade alles geklärt. Alles super.
Und von diesem Fabian da wäre der Kuppel irgendwie unten im Teamspeak. Auch ein Florian. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na, wenn das kann auch Fabian heißen. Ich habe nicht direkt gelesen. Es war ein F und Achso. AN hinten oder so. Das hast du gleich gedeutet. Deswegen, ja. Hm. Oh, es kommt einer entgegen. Müde. Oh, Verkehr. Geil. Civilization. Alter, Florian, schön. Der fällt gerade immer weiter zurück, weil ja, er wahrscheinlich den gerade nicht gehört. Weil er im ETS schreibt und weil er hier schreibt. Ja, das ist halt scheiße, wenn man langsam fahren kann. Ja. Dann nützt dir dein Auto auch nichts. Tja, ja. Ja, ja. Na, höchstens Beschleunigung, aber. Wir wollten. Wann machen wir das eigentlich mal? Ja, wann fahren wir mal Auto bloß? Ach so. Nächster Livestream. Nur Auto fahren. Also, ja, dann mal nur. Aber dann so. Straßen erkunden, die wir halt so noch nicht gibt's auf der Map erkundet haben. Auf der Map. Ich glaube, wir werden nur durch die Kante fliegen. So. Ja, der Auto wäre lustig. Wir können aber so ein Rennen veranstalten. So ein Langzeitrennen, keine Ahnung, von ganz nach unten bis ganz oben ja, oder so. Irgendwie, ja. Also jetzt auch vielleicht eine Route, selbst eine Route müsst ihr vor. Ja schon. Ja. Na schon, dass man da halt so Wegpunkte einstellen, damit es überall gleich ist. Ja, aber Ja, und da hat man halt. Und da das halt so eine lange Strecke ist, dann macht man der einen Unfall und der, da wird es irgendwann ausgeglichen ja, und so. Und wieder zurücksetzen und sowas, ja, mal sehen. Das wäre eigentlich schon mal cool, so als Event vielleicht. Aber sowas wäre halt zum Beispiel wieder scheiße, wenn es genau die Sommerprobleme sind wie heute. Ja, das wäre dann aber scheiße. Guck mal, Felix, wie oft hat man schon ETS gespielt und war das nicht und jetzt. Ja, ist halt ein blöder Zeitpunkt hier. Wobei du sagen musst, alle ETS-Streams auf diesem Kanal hatten bis jetzt das Problem. Also, ist also dieser einer. ja, wenn du es so siehst. Hast du momentan noch bei 100%? Ein Blitzer. Oh, schlimm. Ich bin gerade richtig müde. Ich hör's. Ich trinke auch mal was. Hast nur zu trinken. Bestimmt, das klingt nicht wie Red Bull. Also, nee, Cola. Red Bull, die zwei Red Bull-Dosen, die hab ich schon reingepfiffen jetzt. Wie du ungesund lebst. Ich trinke hier hohes C. Oh, mit Fruchtfleisch. Reich an natürlichen Vitamin C. Ja, und mit Orange. Orange, ne, keine Ahnung. Warte. Ja, was, warte? ich schmeck keins raus. Das ist schon gut zerrührt. Oh, das war gerade ganz schön knapp. Ich dachte gerade, diese Pause. Ich glaube, der Florian fällt übelst weit zurück. What the fuck, was ist ein Kunde? Und du kommst irgendwie immer näher. Wie schaffst du das? Ja, vor Ideallinie. Ah, ne, hab ich keine Ahnung. Ideallinie? Alter, mit einem Laster, Ideallinie. Muss dir vorstellen, auf der Autobahn hier so, zieht so in der Mitte durch. Ja, ich denke, das macht schon was aus. Da kann man dann sowas rausholen, so. Hä, ich lieg auf dem Kopf, Da ist er gerade noch hinter mir gefahren. Okay. Leute, jetzt ist er nicht mehr hinter mir. Tja, was sollen wir machen? Just in time haben wir einfach. Mhm. Ich muss in 22 Stunden das Ding abgeliefert haben, in London. Was auch immer das Ding ist. Hatten wir vor uns schon mal mit einer halben Stunde Unterbrechung auch geschafft. Das geht schon. Ich würde es schaffen, ein bisschen in die Stadt zu fahren und zurück. Bei uns hier, so. Hm? Ja. Aber das hat genau exakt eine Viertelstunde gedauert. Also ja, genau Minuten, so genau. Ich war genau 21 Uhr da. Ach so, das, ja. Also an der. Nee, Messe ist das nicht das alte Ding. Die Stadt, die alte. Markthalle. Markthalle, genau. Wie ist das bei dir eigentlich mit dem Auto rausfahren? Steht das da immer draußen oder? An der Garage. Also musst du immer die Garagentür öffnen und das Tor musst du öffnen? Ja. Oder geht das automatisch bei euch? Na, die Garagentür halt. Die geht automatisch? Na, das ist ja standardmäßig. Wann hast du mal eine Garagentür, die du selber aufmachst? Bei uns zum Beispiel, okay, das ist aber auch. Da steht doch kein Auto, oder? Hä? Da steht doch kein Auto drin, oder? Doch, natürlich. Wir haben na gut, so eine alte, aber. Eine Autogarage. Ja, das ist ja so eine alte, das ist ja jetzt. Ja. Aber uns Tor, das ist einfach so zum Schieben oder sowas. Ja, klar. Halt. Ja. Auf Rollen halt, ja. Also eigentlich das, was es am meisten Rechts. Gibt: Garagentür, was mit Elektronik und halt Toren so normal mit Hand. Ja. Ja, klar, ich fahre genauso wie du. Das kann nicht anders sein. Rechts. Oh. Fahr jetzt hier ab. Das Kleeblatt sieht cool aus auf der Karte. Achso, ja, ist halt ein schönes Autobahnkreuz. Hm? Ein Ideal-Autobahnkreuz. Kannst du Ideallinie fahren? Ich kann schon gar nicht mehr reden. Alles weg hier. Ja,
Bist du zurückgefallen? Ja, du bist besser recht fortgekommen. An, aber ich habe jetzt nicht. Ne, na, hast du gebremst irgendwo? Ich bin jetzt einfach nur, weil ich mehr Gewicht habe, wahrscheinlich irgendwo. Ich habe ja 70 Tonnen. Achso, dass du dann. Deswegen komme ich langsamer los. Ah. Ich bin jetzt erst auf der 110. Hm. Ich war schon mal runterrollen wieder bei 110. Ah. Aber so leer hier einfach. Ach, der ja, Kanal, den kennen wir doch noch. Das ist langweilig. Ah, da fahren wir schon wieder durch Calais durch. Auf der Strecke. Aber zumindest. Nee, wir fahren nicht, weil wir fahren ja durch einen Eisenbahntunnel. Ach ja, vor. Wir nicht durch die Stadt. Aber ich gehöre da nicht auch zu Calais? Ja, natürlich. Ja, aber wir fahren so nicht direkt durch die Stadt, sondern wir fahren außerhalb von der Stadt, liegt ja dieser Tunnel. Aber der Vorteil ist jetzt hier, dass wir diesen Megastau nicht mehr haben, weil die sind einfach alle nicht mehr da. Ja. Ach, ich wir sind heute hier schon mal lang gefahren. Na, aber ist das die Megastaustrecke oder kam die noch? Ich hab keine Ahnung. Nee, die Megastaustrecke, die ist immer von über Calais nach oben gefahren. Ja. Die war dann noch. Und wir sind ja dann von Calais aus, sind wir dann ja erstmal hier nach Holland rüber. Hm. Nach Rotterdam. Ja, das meine ich ja. Ja, also. Und da war doch diese Staustrecke dann. Übel irgendwie. Geradeaus. Ja. Ach nee, jawohl. Na, Bundeswehr ist auch mal jawohl. Ich kann auch mein Tempomat bloß auf 110 stellen, so scheiße. Das wäre so, wenn du so betrügen könntest, einfach so auf 120, der fährt dann so 120. Ja, nö. Ja, du kannst, also wenn jetzt sonst immer, bevor jetzt die Geschwindigkeitsbegrenzung, konnte ich trotzdem auf 210 stellen oder sowas, auch wenn der LKW dann ab 108 nicht mehr weiterkommt, deswegen. Ich lass mal wieder rollen ein Stück. Jo. Oh. Ach Mensch, wir brauchen mal wieder Gesprächsthemen. Das ist nur noch ganz hier einschlafen, das ist schlimm. Was bei mir geht, ich hatte zwar nicht so viele Stunden Schlaf, ich war, keine Ahnung, so um 5 eingeschlafen und um 11 wieder aufgewacht, aber. War. Ja, bei mir geht's eigentlich. 5, um 11, 6 Stunden. Ja. Ah, ich hab vorhin Eisenbahn auf IBM. Na, ich kam ja erst um 4 wieder nach Hause oder halb 5, glaube ich. Wo warst denn du noch? Kumpels. Oh. Ich hab vorhin Eisbahn erstanden, zum Beispiel. Schöne Lok, digital und ein Waggon. Ja, in dem Zeitraum hättest du auch noch ein bisschen PC-Teile erstehen können. Nee. Doch. Was kriegst, hättest du eine Maus bekommen für 77 Euro? Na, eine gute Maus. Ja, meine hat über 75 gekostet. Headset muss schon dreistellig fast sein, also. Na, ich hatte noch 80 oder 90. Ach so? Hm. Das hab ich eigentlich auch schon lange, wenn ich es überleg. Ja, meinst du so schon wieder eingeknackst hier? Hast du echt über 100? Ja, ich hab eine 100. Das war mal runtergesetzt auf genau 100 Euro bei der Tastatur. Ach so. Ja. Ich hab eine 100 Euro Tastatur. Ich glaub 110 oder so. Ja, okay, die ist wieder billig. Da. Vielleicht 22 Euro oder was im Internet irgendwo. Naja, aber die ist halt schön leise. Das ist das Coole dran. Und hast noch übelst viele selber definierbare Tasten und du hast halt noch Farben und so. Ist gar nicht so schlecht. Ach, guck mal, wer vor uns auf einmal ist. Wer ist denn dabei, Tab? Nee, der ist vor uns. Ich hab grad, ein bisschen abgebremst, Straße. Achtung. Jo, ich hab schon wieder. Da ist ja. Da hier unten auf der Straße. Ja, ja. Steht dort. Da muss er ja sein, sonst gibt's ja keinen anderen auf Tab. Perfekt mitgenommen. Ihn? Nee, das ist Gras. Also, ja. Gras so, dass ich nicht zu weit vorne bin. Wo steht denn der rechts? Ja. Geradeaus? Der fährt aber gerade langsam los. Aha. Der fährt rechts. Hat es eigentlich Bewandtnis, ob man links, rechts oder rechts, links macht? Zum Bedanken? Ja. Na, es ist wegen der Sicherheit ist es immer besser, dass der letzte Blinker rechts ist. Okay. Was hat es richtig? Weil. Ja, das ergibt dann schon Sinn. Ich denke, du willst jetzt nach links fahren. Das ergibt dann schon Sinn. Und die nächste Sache ist ja auch, wenn du zum Beispiel jetzt schon so einen modernen LKW oder Auto hast, der von selbst dreimal blinkt, was ja so STVO-mäßig so Vorschrift eigentlich ist, dann ist es sowieso besser, der blinkt dann dreimal rechts zum Schluss. War schon knapp.
Oder du machst halt Wobbling-Anlage einfach dreimal. Danke, drei. Schön. Ach ja, das wäre jetzt normal. Ja. Hat dein Auto das schon mit dem dreimal blinken? Nee. Ich kann den auch bloß immer blinken lassen, indem ich ja mal kurz anditch halte. Ja, ich auch bei mir. Aber ich weiß zum Beispiel von meinem Fahrschulauto, das war das immer mindestens dreimal blinkte der. Stimmt, das war bei mir auch. Schöne VW. Unser Familienauto hat es auch noch nicht. Nee, oh fuck. Oh, diese Lecks, Alter. Ich dachte, der rammt dich. Oh Gott sei. Diese Lecks machen einem Angst. Kannst du schreiben gerade? Was soll ich denn schreiben? Dass er hinter uns fahren soll, bitte. Hat er! Gucken, ob er jetzt bremst. Ja, da bremst links. Ja, wirklich. Gut. Macht denn der jetzt eher? Ich weiß nicht, der hat zwar jetzt nicht die hohe. Na gut, jetzt hat er wieder die hohe Ping. Und er hat okay geschrieben. Deswegen ist er gerade so ein bisschen diagonal gefahren, als ich vorbei. Das war so etwas seltsam. Aber er hat gerade wahrscheinlich okay geschrieben. Ich hab gut, ich kann schreiben und kann trotzdem gleichzeitig noch lenken. Ja, deswegen habe ich dich ja gefragt. Bei mir ist das bisschen schwieriger. Das geht nicht auf die Tastatur. Ich kann nicht jetzt hier das Y hab, dann kann ich nicht mehr lenken. Das ist dann. Achso, das ist schon wieder weg. Oh, Felix kommt näher, da muss ich mir wieder Gas geben. Kannst du ruhig wieder Gas geben, ja. Ich kann mal den Tempomat reinhauen. Ah, wenn ich nur wüsste, welche Taste das war. Ja. Oh, da kommt einer links. Mal wieder, schön. Geil. Juhu. A16. Aber der LKW bremst aber mit dem Tempomat hier bergab ein bisschen ab. Scheiße. 109 war es gerade bei mir bergab. 108, oh.